Hallo und herzlich willkommen bei Red to Gamble. Ich bin heute wieder auf der Jagd nach dem Ticket und heute ist das Spiel American Dead Apocalypse Son dabei. Und ja, das werden wir jetzt mal schnell starten. Ich glaube, ich habe gestern noch ein bisschen weiter gespielt, aber nur wirklich ein ganz bisschen. Ja, jetzt warten wir auf das Spiel. Also wie ich schon sagte, das ist genauso wie... Das ist genauso wie Zero City. Und Zero City macht mir ja eigentlich auch sehr viel Spaß. Aber zwei solche Spiele, ja. Supi. Erstmal schöne goldene Kackhaufen. Ist ganz witzig gemacht. Erstmal hier unten reinstellen die beiden. Wo rennt das Baby hin? Naja, egal. Das soll sowieso jetzt erstmal ein bisschen was mit dem Baby machen kann. Die drei Sachen da gleich erstmal löschen. Oh nein, meine Nahrung ist voll. Ach stimmt, der baut ja da hinten. So, die Frau habe ich ja schon gefunden. Jetzt muss ich noch den Sohn und die Tochter finden. Entfernen. So, jetzt. Das sollte ich verbessern. In der Zeit kann ich in der Küche gehen. Ein Angriff starten. So verliert man. Können auch jetzt nicht verlieren. Schauen wir mal. Ne, schlechter. Der Ring kann ich benutzen. Und was war das? Architekt, ne? Ingenieur. Ingenieur.
Das ist der Krieger. Kann ich nicht anziehen. Kann ich benutzen. Na, da ist meins besser. Stufe 5 müsste ich sein. Ich bin hier auf Stufe 3. Habe ich da auch was zum Bauen hier? Ich glaube nicht. Ach, die Truhen kann ich ja mal öffnen. Vielleicht ist da ja was Schönes drin. Nein, den Video ansehen mache ich nachher. Nicht jetzt. Vielleicht nur wertvolle Zeit. Also bei Zero City ist das hier das Wohnzimmer und hier ist es halt der Klonraum. Zero City ist das hier ein gesteuerter Zombie und ja, hier ein Koala. Einziges bei Zero City gibt es das hier nicht, das Haus. Also in Zero City gibt es schon ein Haus. Aber hier sind diese Räume vorgegeben. Da kann ich nichts mitmachen. Und bei Zero City hast du halt nicht solche Räume, wo schon was vorgegeben ist, wo du nichts machen kannst. Da kannst du alle verschieben, alle bauen. Ja. Das ist noch alles gesperrt hier. Ich glaube, ich müsste die Runde noch fertig machen. Dazu müsste ich den hier erstmal auf 20 machen oder die Leute stärker machen. Ich schaue mir mal meine Leute an. 8, 8. Ne, sind schon auf das Stärkste. Komisch, komisch. Ja, die Zufriedenheit ist auf 5. Das ist gut. Die bleibt auch immer auf 5, sobald du jeden Tag spielst. Also ist bei Zero City zumindest so. Wenn du mal ein, zwei Tage nicht spielst und machst nichts, dann kriegen alle schlechte Laune und die Zufriedenheit, die fängt sehr schnell an zu fallen. Allerdings, wenn du dann wieder 3, 4 Tage hintereinander spielst und den Leuten immer wieder diese Sprechblase weg skippst, dann sind sie wieder zufrieden und die Zufriedenheit kommt wieder.
Was soll ich jetzt noch machen hier? Scheiße, ich muss warten. Das war die Sprechblase zum Skippen, die ich meinte. Essen kann ich nichts machen. Hier kann ich noch zwei Leute reinstellen gleich. Ach, die sind schon fertig. Ja, ich konnte leider nicht so viel zeigen in 10 Minuten jetzt. Wenn ich ein bisschen weiter noch mal gespielt hätte, wahrscheinlich hätte ich ein bisschen mehr zeigen können. Zum Beispiel mit den beiden Sachen, was das hier ist. Das weiß ich nicht. Aber ich vermute, das eine ist hier, das hier ist so eine Art Arena, denke ich mal. Und das weiß ich nicht. Also ich vermute Arena und das gibt es noch bei Dingens. Bei Zero So City eine Arena gibt es da. Und einen Tunnel gibt es da. In den Tunnel sind immer kleine Angriffe. Ja, okay, das könnte sein, dass das hier Radiobasis ist. So. Funktionen. Ding ins Basis und der sagte mal, da und da sind die Angriffe, da musst du hin. Das könnte natürlich sein. Aber wissen tue ich das nicht, weil so weit bin ich ja noch nicht. Hab nur das erste, den ersten Ort hier durchgespielt. Ah, ich kann PvP mal spielen. Das machen wir doch gleich mal. Jo, die erste PvP-Runde, die ich gewonnen habe. Und da war noch ein PvP-Spieler. Also das ist meine Stärke, das ist die Stärke von Gegner. Ich müsste es normal gewinnen. Ich habe 7000 mehr Angriffsstärke. Okay, das sind ja auch nur zwei Leute. Ist der hier Level 8, der ist stärker wie ich um 10.000. Ich kann es mal probieren, so ein bisschen warten, bis er voll ist. So, jetzt der Angriff. Oh, der scheint schon sehr gut zu sein. Gut. Das wäre erstmal alles. Ich werde jetzt mal ein Ding abholen. Ein Ticket. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen.